So. Also, Freunde. Ich mach's kurz und schmerzlos. Bin voll stolz, ja. Ich werde heute mein Fleisch anschneiden. Ja, das ist das Rind. Das ist eigentlich so von der Konsistenz her sehr gut. Riecht schön rauchig. Ja, ich werde es jetzt anschneiden. Ich kann nicht anders. Heute gibt es Rahmensuppe. Also eigentlich japanische Suppe. Japanische Rahmensuppe und das Fleisch ist ja ziemlich gut eingetrocknet. Ja, man sieht es doch mal hier an den, ja, an den Fäden, hier an den Bindfaden, wie sehr das eigentlich geschrumpft ist. Ich werde es jetzt heute lösen von dem Bindfaden. Brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt geht's ab, Leute. Ja, also heute gibt es japanische Ramensuppe mit Rindfleisch. Rindfleisch eingelegt in japanischer Sojasauce. Das ist absolut, das ist ein absolutes Gedicht. Ich will mal schauen, wie der Anschnitt ist. Wie der Schnitt ist. Ich will erstmal nur hier oben schneiden, nicht hier das ganze Stück hier hinten. Obwohl, normalerweise für die Suppe müsste ich eigentlich hier hinten schneiden, mache ich aber nicht. Ich werde es mal hier vorne schneiden. Die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht gerade die günstigsten, das weiß ich selbst. Ich versuche es mal irgendwie ein bisschen richtig hinzu. Ja, kann ich jetzt nicht ändern, Leute. Müssen wir mal so nehmen, wie es ist. Also ich schneide es einfach an, ohne jetzt groß zu erzählen, weiter zu erzählen. Vielleicht noch ein bisschen mehr ran, so damit man das Schnittbild besser sieht. Machen wir mal so. Okay. So, in die Kamera rein. Ich werde jetzt einfach mal hier einen Schnitt ansetzen. Das Messer ist jetzt nicht sauber. Tut mir leid, aber es ist halt eben... Ich schneide jetzt. Schauen wir uns doch mal den Schinken vom Ganzen an. Das ist der Schinken, so wie er aussieht, wenn er ganz ist. In Sojasauce eingelegt mit Rübenzucker. Und jetzt wird er geschnitten. So. Wir schauen auf die Farbe hier. Auf die Farbe. So, wir schneiden. Also Leute. Also bombastisch. Also... Das ist wirklich, ey, das ist richtig gut geworden. Also das ist richtig schön, ich koste mal. So, du kommst dahin. So, jetzt wird gekostet, jetzt will ich es wissen. Ein ganz dünnes Scheibchen. Oh, die Farbe. Sieht man jetzt gar nicht so richtig, ne? Wenn man es ins Licht hält. Ein herrliches Rot, ein richtiges Weinrot. Oh, ganz toll. Ne? Auf der Kamera merkt man es jetzt nicht, ich koste jetzt... Fuck, Alter. Da werde ich am Montag mal was mitbringen. Ey, das schmeckt gut. Ja, Leute, dann geht ja vorher einer ab, ey. Das ist der beste Schinken, den ich je gegessen habe. Also, Geschmacksnuancen. Im Ansatz. Moment, ich muss immer mehr im Mund, schmeckt richtig gut. Trotz, dass dieser Schinken nicht so viel Fett hat, ist er wunderbar saftig. Er ist, was ich sehr toll finde, überhaupt nicht zu salzig. Das Soja ist schön eingezogen, er ist würzig. Durch den Rübensirup, er ist süß, würzig und vor allem auch sehr mild. Und trotzdem geht der Geschmack vom Rindfleisch nicht unter. Also das ist ein richtig gutes Stück. Ey Leute. Ich kann euch wirklich echt nur empfehlen, macht das mal nach. Ich verarsche euch jetzt nicht, ja. Also... Holt euch mal so ein Stückchen Rindfleisch, legt das in Sojasauce rein, macht Zuckerrübensirup dazu und von mir aus noch irgendwelche Gewürze, ist doch scheißegal. Oh, das muss sitzen. Oh, lecker. Man merkt auch, den kann man noch schön drücken, ja, der ist schön weich, so muss es sein.
herrlich. Also der ist richtig. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, wie, dass der so gut geworden ist. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, weil er noch so weich ist innen, ja. Könnt ihr vergessen, der ist richtig gut. Mmh. Mmh. Das ist mein bester Schinken bis jetzt. Gut, man könnte jetzt sagen, den lasse ich noch mal hängen. Eine Woche wäre auch nicht verkehrt. Der ist richtig gut. Ja, trotzdem muss man dünne Scheiben abschneiden. Das ist eigentlich schon fast abhoben, ne? Sowas kriegt ihr eigentlich nur in irgendwelchen scheiß Edelrestaurants. Da bezahlt ihr bestimmt für so eine scheiß Scheibe ja bestimmt für so einen Schinken. Also ich glaube, wenn ihr den jetzt kaufen würdet, unter 30 Euro kommt ihr da garantiert nicht weg. Das ist eigentlich auch nichts weiter als ganz normales Rindfleisch. Schön mürbe jetzt, ja, richtig gewürzt. Nichts übertrieben salzig. Meistens wird er ja ziemlich salzig dann verkauft. Der ist genau richtig. Eine gute Sache. Mmh. Richtig, richtig gut. Dann mache ich mir doch mal ein bisschen Aufschnitt. Bringe ich ein bisschen Aufschnitt mit. Eine neue Kiste angesetzt, ne? Diesmal jetzt richtig viel, ne? Ja, dann mache ich mal einen Teller, bringe ich mal mit. Mmh. Ach, voll zart, Leute. Also ich kann euch nur empfehlen, wer das jetzt mal nachmachen will, holt euch so die Sojasauce. Ich habe die große Flasche genommen, 500 ml kosten da 4 Euro ein paar zerknackte. Und Zuckerrübensirup, ja, dieses ist eigentlich nur ein Abfallprodukt vom Zucker machen. Ach, der ist voll gut, ey. Also, richtig genial. So, bisschen ins Licht legen, ne? Schneiden ist auch so eine Kunst für sich. Und gerade jetzt hier das Ende, da isst man ja mehr jetzt die Rauch- und die Sojahülle. Die ist richtig gut.
wie gesagt, man darf halt eben nicht zu dick schneiden. Wenn man zu dick schneidet, dann stimmt das Fleischverhältnis nicht so richtig. Das Fleischwurzverhältnis, das Fleischgewürzverhältnis. Schade, ärgert mich das nicht ein bisschen heller ist. Weil es so dunkel ist. Und wenn ich jetzt Küchenlicht anmache, habe ich dann so Zwielicht, habe ich mehr Rauschen auf dem Bild. Das klingt jetzt komisch, aber dann lieber ein bisschen dunkler, die Bildqualität und weniger Rauschen auf dem Bild, anstatt Zwielicht. Zwielicht ist für Filmaufnahmen immer schlecht. So gut, Leute. Nichtsdestotrotz, ein bisschen kochen.